Wow, er hat sich umgedreht, lol. Entweder habe ich geleckt oder er hat geleckt. Hä, lol. What? Was? Jo, Leute, er hackt, oder? Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games auf Warhype. Heute spielen wir die Map Eudesurs, die ich irgendwie richtig gerne mag mittlerweile. Keine Problemrunde leider, weil ich wollte jetzt ganz schnell aufnehmen, weil ich habe nur noch 8 GB, glaube ich, frei. Also ein Speicher, das bedeutet, die Runde darf nicht zu lange gehen, weil ansonsten wird einfach die Aufnahme irgendwann ausgehen. Und das ist natürlich übelst uncool. Die beiden haben einen ziemlich ähnlichen Skin und sind relativ am Ende beide gejoint. Deswegen glaube ich, dass die beiden Demon. Aber ist egal, die dürfte ich packen, wenn ich ein Schwert bekomme. Und ein bisschen Rüstung vielleicht. Und an sich halt, ja, ziemlich äquivalenten Stuff, kann man das so nennen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, alles, was ich beginne hier für diese Folge, weil ich irgendwie, keine Ahnung, mir ist müde. Mir ist müde, bin ich komplett. Auf jeden Fall, tut es mir aber erstmal leid, dass 5 oder 6 Tage schon kein Video mehr kam. Das liegt aber daran, dass ich einfach faul bin, wie sonst etwas. Und kein Bock auf Survival Games hatte. Und da ist ein Schwert. Nein, nein, nein. Bombanch nehme ich mit der Hand. Ich gehe jetzt einfach in das Secret und er hat ein Schwert. Nein, die haben beide Schwerter. Warte mal. Jetzt zeige ich euch mal, wie das der Pro macht. Und zwar stoppt er einen mit einem Hit ab. Okay, so viel dazu. Oh, hau mich noch einmal. Oh, ja, den habe ich. Gut, Erik, gut. Ich habe den Dierhelm. Okay, ich musste da nicht mal reingehen, ohne, um die Dierhelm zu bekommen und das Steinschwert. Und das heißt Love You. Das finde ich richtig süß eigentlich. So, ich schau mal da oben. Kann ich da noch rein? Ja, okay. Normalerweise sind die Eudesurs-Runden relativ schnell. Deswegen habe ich jetzt auch einfach ganz schnell Eudesurs und so. Weil Eudesurs ist irgendwie, ich mag die Map richtig gerne mittlerweile und es geht halt immer relativ schnell. Also ich habe zum Beispiel ein Video, das geht irgendwie, als Endgameplay, das geht irgendwie, ich glaube, 3 Minuten oder so und dann war es schon zu Ende auf Eudesurs und das fand ich ziemlich lustig. Ich habe auch überlegt, ob ich das einfach so hochladen soll als schnellste Runde oder so. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich relativ schnell rede und dabei immer, wie nennt man das? Halt nicht mehr deutlich werde, kann man das so nennen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich schnell rede, bin ich undeutlich. Das tut mir auch ein bisschen leid, dass okay. Also, es tut mir leid, dass ich so schnell geredet habe. Ich hoffe mal, das stört euch nicht großartig. Okay, ich glaube, der hackt. Okay, never mind. Warum habe ich gesagt, dass der hackt? Ich komplett doof. So, also ich habe richtig guten Stuff eigentlich für diese Runde. Nein, ich habe das Love You vercraftet. Fuck. Fuck my life. Nein, das ist ganz schlimm, Erik. Warum machst du sowas? So war da dran. Hä, warum geht denn nicht in die Kiste? Das ist komplett dumm. Ich habe jetzt mehr als Full Iron. Ein halbes Level, einen Bogen, den ich gebraucht habe. Und da ist auch noch was drin, was ich brauche. So. Dann das noch da. Kurz das hier essen. Und dann das nach unten. So, perfekt. Ich habe richtig guten Stuff eigentlich für eure Source. Ich meine, besser kann es nicht sein. Ich habe 8,5 Ressourcepunkte. Steinschwert. Und jetzt zeige ich euch mal, in welchen Dispensern hier die Pfeile drin sind. Also ich weiß, dass in diesem hier einer drin ist. Dann ist in diesem hier, glaube ich. Ne, dann in diesem hier. Ja, da sind 2. Gegenüber von dem ist dann noch ein Steak. Und dann sind hier hinten in dem hier nochmal welche. So, falls ihr das nicht wusstet. Also das kann man sich eigentlich so merken. Hier der zweite, also der zweite von vorne und von hinten auf der Seite. Und da dann der vierte, wenn man von da kommt. Und gegenüber von dem vierten auf der Seite halt ist halt das Steak. Also ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, aber so merke ich es mir halt. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal ganz schnell hier zu der Tiertour, weil ich da auch immer hingehe. Ups. Immer hingehe. Das ist so meine Route eigentlich. Manchmal in Full Premium Runden rush ich einfach die Eisenaxt. Weil da erstmal nicht so viele hingehen wie zum Steinschwert. Und andererseits ist natürlich so ein Eisenaxt auch ganz was Feines, weil da vor allem noch eine Tier 2 ist. Das bedeutet, man kriegt manchmal sogar noch ein bisschen bessere Rüstung dazu. Was eigentlich, ja, nicht verkehrt sein kann. So, ich mache mal nochmal ein Feuerzeug. Ich habe 13 Pfeile, kann ich mir, glaube ich, merken. Ja, dann mache ich das noch da, so perfekt. Und dann gehe ich jetzt nochmal zu einer Tier 2, und zwar ist die hier vorne. Und dann suche ich Leute. Okay, es ist eine Non-Primo-Runde. Es tut mir ein bisschen leid, dass es eine Non-Primo-Runde ist. Ich habe immer gesagt, ich mache Full-Primo-Runde, aber das Problem ist einfach, in Full-Primo-Runde werde ich so oft getargetet, das ist echt nicht mehr witzig. Ja, also keine Ahnung, ich glaube, ich habe 10 Aufnahmen oder so, wo ich getargetet werde einfach. Ja, Hurensöhne, ja, ich nehme jedes Mal auf, wenn ich getargetet werde. Aber ich lasse einfach nicht hoch, weil ich es nicht verdient habe, ihr minderwertigen kleinen Missgeburten. Letztens auch wieder so richtig cooles Dreier-Team, Alter. Dreier-Team hat mich getargetet, oder beziehungsweise nicht mich, sondern ein Typ, der mit Mulch gespielt hat. Und einmal haben sie ihn getargetet und dann nochmal, und dann war es ein Vierer-Team und dem geboostet mit den Punkten. Richtig cool auf jeden Fall. Hey, da unten ist jemand, ich glaube, der hackt. Der, ja, ich sehe ihn. Good job. So, komme ich da jetzt wieder rauf? Kann ich, verstehe ich das? Okay, never mind. Und das hätte ich sehen können, dass es ein halber Block zu viel ist. Fail. LOL. Roffelkopter. Du Failer. Du Failbob. Du Noob. Learn to play. Easy get wrecked. Hinter mir ist ein Typ. So.
zur Info, falls ihr das nicht gesehen habt. Wobei, okay, die beiden kämpfen. Das stab ich nochmal ab. Und zwar hier, so staubt man ab. Okay, das war ein Fail. So staubt man ab. Ne, okay, das war auch nicht gut. Ach, ich laufe jetzt irgendjemand von den beiden hinterher einfach. Ich glaube, ich nehme den hier einfach, weil ich weiß, dass der... Okay, ich weiß, das hackt. Oh ne, er hackt dich. Oder, ich weiß es nicht. Ach, keine Ahnung. Juckt mich nicht, ob der hackt. Den nehme ich einfach. Ich habe richtig guten Stuff. Besser kann es nicht sein. Das ist sogar noch besser als Full Iron, was ich gerade habe. Ist ja klar. Gegen den Diahim, dem Enchanteten. Da kommt der andere. Oh Gott. Okay, ich glaube, ich krieg den. Ich dürfte den kriegen. Oh, jetzt kommt der andere von da. Oh, Concentration Station. Oh Gott, warum kriege ich den nicht? Okay, einen habe ich. Gut, 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 gut. einfach leerer Blick ins Wetter und dann läuft das schon. Okay, ich kann mir ein Eisenschwert machen. Was ich vielleicht machen sollte. Okay, das war richtig schlecht, oh mein Gott. Da ist noch einer, oder? Oh, Mausdreher. Okay, das war eine Blume, glaube ich. Der Typ ist so dumm, ich war einfach low und er ist in dem Moment nicht auf mich gegangen. Jetzt bin ich aber voll, mehr als voll Iron und... Oh Gott, ich bin gerade so schlecht, ne? Jetzt einfach mein Eisenschwert schnell. So, zack. Jetzt geht's auf die Schnauze, mein Freund. Ich bin so gut ausgerüstet. Komm her, komm her, komm her. Ich dürfte ihn ja eigentlich auf jeden Fall kriegen. Vor allem, warum geht er denn nicht auf mich, wenn ich low bin? Macht der OP-TNT? Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Er hat mich richtig überrascht. Und das hat sie ihm richtig gebracht. Er hat ein TNT verschwendet und den Weg von mir zu ihm verkürzt. Den ich jetzt aber fairerweise wieder verlängere mit der Angel. Und er will auf jeden Fall kein OP-TNT nochmal machen. Das hat man noch nicht gesehen, dass er TNT in der Hand hatte. Und er macht das richtig gut auf jeden Fall. Er läuft immer dichter an die Wand ran, wo ich ihn ja auch nicht gegenboosten kann mit der Angel. Ja, kann ich auch nicht, weil ich schlecht bin. Oh Gott, diese Runde, ne, die geht einfach schon 5 Minuten auf Eudesource. Das ist so peinlich. Okay, ist aber noch relativ gut. Dafür leben nur noch 6 Leute, glaube ich. Man kann ja mal aufhören zu laufen, bitte. Wenn er voll ist, warum greift er mich nicht an? Besser wird's nicht. Los, mach OP-TNT. Damit rechne ich bestimmt nicht. Weil ich noch genau weiß, dass er mindestens ein TNT noch hat. Ja, okay, das war echt gut gemacht sogar. Okay, ich tue mal so, als wäre ich low. Laufe weg. Das mache ich irgendwie immer, wenn TNT kommt. Damit die Leute mir einfach nachlaufen. Weil ansonsten laufen die mir nicht nach. Was mache ich denn jetzt am besten? Okay, das habe ich schon gefailed, aber dafür wreck ich ihn im 1-1. Oh, er hat sich umgedreht, lol. Entweder habe ich geleckt oder er hat geleckt. Hä, lol. What? Was? Yo, Leute, er hackt, oder? Hä, hey, du kannst mir nicht erzählen, dass das legit ist. Verarscht. Noob. Learn to play. Nein, ich bin hängen geblieben. Ich bin hängen geblieben. Hinter mir ist noch jemand. Oh Gott, hey, warum hat er mich so gut getroffen? Der hat's auf jeden Fall drauf, der Typ. Oder hat es halt so hexenmäßig drauf. Okay, jetzt kann ich was essen. Danke dafür auf jeden Fall. Oh fuck. Okay, das war bad. Ich hab so gute Zaff. Ich hab so guten Stuff, ich weiß gar nicht, worauf ich warte. Besser wird's auch nicht mehr für mich. Hä? Warum trifft er mich immer so gut? Das verstehe ich nicht. Hey, jetzt mal im Ernst, warum hat er mir so gegeben? Spiel ich einfach scheiße oder spielt er einfach gut? Da hätten wir einen Barker. Soll ich einfach den noch töten? Hä? Warum sind die alle so gut? Warum sind die alle bitte so gut? Oder bin ich einfach scheiße? Okay, ich habe es ins letzte Match geschafft, ohne noch mehr Schaden zu bekommen. Okay. Ich muss jetzt irgendwas Dummes überlegen. Wie viele Pfeile habe ich? 10. Okay. Ich regge jetzt erstmal voll und dann gehe ich ganz sachlich an die Situation heran, okay? Also, dieser Typ hier hat 2,5, 3, 4, 5 Rüstungspunkte. Und Steinschwert. Und ich habe Eisenschwert und 8,5 und sterb gegen den. Warum? Warum ist das so? Es könnte aufgrund von Hex sein. Ich weiß es nicht. Ich spiele doch eigentlich ganz gut. Hä? Da schon wieder? What the fuck? Er trifft mich einmal, ich ihn gar nicht. Richtig uncool. Hä, lagge ich? Kann das auch sein? Nee, eigentlich. Na okay, es könnte schon sein bei meinem... Okay. Hä? Die fliegen alle so richtig komisch irgendwie. Warum bin ich einfach komplett scheiße? Oder was ist hier los? Probier jetzt einfach mal den Barker zu töten. Das dürfte ja wohl
zu schaffen sein. Eigentlich. Oh Gott. Nice, ich habe ihn einmal gut getroffen. Jetzt haben wir uns beide einmal getroffen, beide. Oh. LOL! Hä? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Jetzt mal ohne Witz. Er ist 10 Blöcke weg von mir und ich treffe ihn. Und dann... Hä? Ich habe ihn einfach die ganze Zeit richtig... Ich habe die ganze Zeit richtig gegen ihn verkackt. Und dann auf einmal ist er 10 Blöcke weg und ich treffe ihn. Was ist das? Was ist das? Ich verstehe die... Ich ver... Keine Ahnung. Frag mich was Einfacheres. So, habe ich noch irgendwas Cooles? Ja, okay, eine Karte. Zack. Das war eigentlich gar nicht mehr so kacke. Hulk Mode. Er ist tot. Okay, jetzt komm her, du. Du auch noch. Okay. Zack, zack. Hier noch irgendwas Cooles? Nö, eigentlich nicht. Ich nehme mal das. Nee, warte, ich nehme die Pfeile noch an, das ist am schlauesten. Ich habe eigentlich voll viel guten Stuff. Ach, er sortiert. Ich dachte, er will Feuerzeug setzen. Okay, ich habe ihn nochmal getroffen. Auf jeden Fall richtig gutes OP-TNT. Warum sind eigentlich alle so gut im OP-TNT setzen? Oh Gott, komm jetzt her, Mann. Die Runde muss auch mal zu Ende gehen. Ich verkacke einfach in dieser Runde so sehr, ne? Das liegt aber daran, dass ich eigentlich nie SG spiele im Moment. Oh, komm, jetzt gibt's aufs Maul, jetzt gibt's Bogen. Oh. Ja, das war natürlich wieder richtig Bossbam Deluxe. Mit einem Schuss den Typen zu töten. Und alle schreiben die Titel, mach ich doch auch mal mit. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Leider, leider, leider. Oh, warte, ich soll vielleicht das Zeug ausziehen. So, zack. Ja, leider, leider, leider muss das Video relativ schnell sein. Deswegen würde ich sagen, schreibt einfach mal Hashtag... Hashtag Speed in die Kommentare, weil das Video eigentlich schnell gehen sollte, aber irgendwie ist es nicht schnell geworden. Aber ansonsten hoffe ich, dass euch das Video soweit gefallen hat. Ich würde sagen, wir sehen uns bei einem weiteren Video und ich arbeite schon am 2K-Special, also ne, nur damit ihr es wisst. Ja, also wie gesagt, Hashtag Speed. Hashtag Speed, was ist da? Ihr wisst, was ihr schreiben sollt. Hashtag Speed. Und ja, also bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao, ciao.